Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht alles um den Steinbock. Es geht um seinen Charakter, seine Persönlichkeit und seine Lebensaufgabe. Bevor ich jetzt loslege, möchte ich euch noch erklären, was Sternzeichen überhaupt sind. Jeder kennt es in einer sternenklare Nacht, also unbewölkten Nacht, sieht man so wundervoll die Sterne am Himmel. Ja, das haben natürlich auch unsere Vorfahren beobachtet und sie haben die Sterne zu Sternbildern zusammengefügt und ihnen bestimmte Eigenschaften zugeordnet und die quasi umbenannt zu den Sternzeichen. Ja, das astrologische Jahr beginnt nicht am 1. Januar, sondern am 21. März mit dem Widder. Ja, und die Sonne bewegt sich dann einmal von einem Sternzeichen zum nächsten durch den ganzen Jahreskreis. Und nach einem Jahr ist es dann wieder beim Widder, beziehungsweise bei dir. Beim Steinbock ist es eben so, dass es an deinem Geburtstag dann wieder hier ankommt. Ich schau mal, ob ich dir das größer zeigen kann. So. Das hier ist das Sternbild vom Steinbock. Und eben, du bist Steinbock, weil die Sonne an deinem Geburtstag in diesem Sternbild Steinbock stand. Der Steinbock wird dem Element Erde zugeordnet und wird vom Planet Saturn regiert. Ja, die Eigenschaften vom Element Erde sind Sicherheit, Stabilität, Disziplin, Realismus, Bodenständigkeit, Materialismus, Beharrlichkeit, Standfestigkeit, eine gewisse Starre und auch eine gewisse Gleichgültigkeit. Die Eigenschaften vom Saturn, er ist der Herrscher über die Zeit und er bringt Stabilität, Struktur, Disziplin, Aufrichtigkeit, Weisheit, Verzögerung, Tod, Kummer, Sorgen, Angst, Leiden, Starre und Entsagung. Das sind die beiden Hauptenergien, die auf den Steinbock einwirken. Diese Energien haben lichtvollere Seiten und auch dunklere, schattenhaftere Seiten, je nachdem, wie sie halt auch gelebt werden. Und du hast natürlich diese Sonnenseiten, mit denen du in die Welt rausstrahlst, die du auch in die Welt trägst, wie dieses Kind hier auf dem Pferd. Und ich symbolisiere das jetzt mit der Karte, die Sonne aus dem Tarot. Und genauso hast du eben auch Schattenseiten. Die symbolisiere ich jetzt einfach mal mit dem Teufel. Und ja, das sind so die Seiten, die oftmals als die negativen Seiten oder die Schwächen deklariert werden. Für mich sind es einfach Schattenseiten. Ja, der Steinbock. Dein Leitsatz ist so, ich übernehme Verantwortung, ich leiste. Und was auch ganz typisch für den Steinbock ist, ist, dass er sich sein Leben auf einem soliden Fundament aufbauen möchte. Er ist so ein Karrieretyp. Sehr, sehr, sehr pflichtbewusst
Und er ist auch bereit, für seinen Erfolg extrem hart zu arbeiten. Aber jetzt fangen wir mal an mit diesen typischen strahlenden Sonnenseiten. Da ist der Steinbock sehr ausdauernd, beharrlich, belastbar, bodenständig, diszipliniert, ehrgeizig, ernst, geduldig, geradlinig, gründlich, grundsatztreu, hartnäckig, ideenreich, klug, konservativ, konzentriert, ordentlich, pflichtbewusst, realistisch, sachlich, selbstkritisch, strategisch, traditionsbewusst, treu, verantwortungsbewusst, vernünftig und vorsichtig. Ja, das ist so, das hört sich schon richtig nach dem perfekten Menschen an. Ja, natürlich hat jeder auch so seine Schattenseiten. Und als Schwächen gelten, gilt, dass du recht autoritär bist, engstirnig, kontrolliert, pedantisch, pessimistisch, starrköpfig, steif, trocken, überstrukturiert, ungesellig und unnahbar. Zumindest wird dir das nachgesagt. Ja, wenn du jetzt sagst, also die eine oder andere Eigenschaft trifft so überhaupt nicht auf mich zu, dann muss ich dir sagen, du hast wahrscheinlich auch recht. Denn was ich dir hier erzähle, bezieht sich auf die typischen Sternzeichen. Und für den Grundcharakter ist auch der Aszendent und das Mondzeichen ausschlaggebend. Ja, und außerdem ist es natürlich auch so, dass wir uns im Lauf vom Leben immer weiterentwickeln. Wenn du jetzt 10, 20 Jahre zurückschaust, dann wirst du auch selbst merken, dass du dich in dieser Zeit verändert hast. Dass du vielleicht auch manche Dinge anders siehst als früher. Und das kommt natürlich auch alles noch dazu. Also sieh das bitte hier nicht allzu eng, was ich dir erzähle. Man kann keinen Menschen in eine Schublade stecken und sagen, alle sind hier ganz exakt gleich. So. Ja, dann kommen wir mal nochmal zu diesen Schwächen. Ich habe bei dir ein ganz spezielles Gefühl. Und zwar, dass du diese Schwächen, die du hier hast, da frage ich mich auch, hast du dich jemals gefragt, ob es auch Lebensfreude gibt? Ich habe bei dir so den Eindruck, dass diese wundervollen, strahlenden Eigenschaften, die du hast, die sind alle so für den perfekten Bürger zugeschnitten. Da hat ja Lebensfreude gar keinen Platz. Nicht, dass du da irgendwas falsch machst, aber ich fürchte, dass bei dir die Schwäche einfach ist, dass du dich durch diesen Saturn-Einfluss selbst so stark in die Zange nimmst, dass du gar keinen Platz mehr für Lebensfreude hast. Alles geht nur um Pflichtbewusstsein, um Karriere, um Erfolg, um, ja, ich, irgendwie fehlt mir das, diese Leichtigkeit, diese Freude. Und
Ja, vielleicht auch mal hinzuschauen. Vielleicht gibt es auch noch was anderes als nur Arbeit. Die Schattenseiten sind ja oftmals Dinge, ja, die uns so richtig anketten hier. Wir leben diese Schattenseiten nicht bewusst in unserem Willen. Ich denke, du willst nicht engstirnig sein, du willst nicht pessimistisch sein. Das sind Dinge, die quasi wie übergestülpt sind. Und gerade bei dir habe ich das Gefühl, es ist der Preis, den du für deine Sonnenseiten bezahlst. Was hat es jetzt mit deiner Lebensaufgabe zu tun? Deine Lebensaufgabe geht in Richtung Loslassen. Diese kräftige Saturnzange, die dich so einschränkt, loszulassen, damit du das Leben leichter nehmen kannst. Ja, ich weiß nicht. Wenn ich dir jetzt empfehlen würde, es mal mit einer Meditation zu probieren, ob das das Richtige für dich wäre, kannst du dich darauf einlassen, mal die Kontrolle aufzugeben und loszulassen? Aber was du mit Sicherheit machen kannst, ist dich selbst beobachten. Vielleicht auch, wenn du merkst, dass es dir nicht gut geht, dass du pessimistisch bist, mal hinzuschauen, mal wenigstens versuchen reinzuspüren, ob sich was zeigt, warum das so ist. Bist du vielleicht unzufrieden? Ich denke, deine Lebensaufgabe geht wirklich in die Richtung, loszulassen, mal nach dir selbst zu schauen. Wie geht es dir selbst in deiner Lebenssituation? Wo ist mehr Lebensfreude möglich? Und was von diesen saturnischen Reglementation kannst du loslassen. Wo ist deine Disziplin übertrieben? Ja, diese Starre, die gilt es einfach zu überwinden. Und ich denke, dass dich das zu viel mehr Lebensfreude bringen könnte und zu viel mehr innerem Reichtum. Ja, ich hoffe, dieses Video hat dir was gebracht und ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, freue ich mich über jedes Abo, über jedes Like und natürlich auch über jeden Kommentar. Ich wünsche dir alles Gute, bis bald.